Leute, was geht und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Das ist hier stehen geblieben. Und wir in den Sturm reingesegelt sind. Mensch, ein anderes Schiff verfolgt. Und vorne die nächste. Komm helfen. Gib Gummi! Ich muss auch ein bisschen schneller rennen, oder geht das nicht? Komm, helfen! Ups! Ja, gar nicht gut, ne? Gar nicht gut! Danke! Schön, dass ihr wieder angeschaut habt bei einer neuen Folge von Assassin's Creed, Leute. Wenn es euch gefällt, gebt mir einen Daumen hoch. Nathan, ihr nehmt den Fockmarsch! James, übernimmt den Hauptmarsch! Ja, ei, Leute, hoch in die Höhe. Was zum Teufel wird das helfen? Der Nehmann. Perfekt. Ja, das ist nicht mehr schön. Oh, Scheiße. James! James, ich komme! Oh, danke! Ja, und ciao! Landschrotz an Tag 72. Boah, Alter, was? Oh, was? Ich hatte noch zwei Tage die neue Sonst, aber ich hab's geschafft. Boah, geil. Bereitet euch aufs Anlegen vor, Männer! Anlegen? Ich sehe kein Land, nur diesen undurchdringlichen Nebel. Die Möwen sagen uns, was wir wissen müssen. Klettert ins Krähennest, dann seht ihr es. Ja, gut. Wenn das so immer läuft mit den Optionen sonst ziehen, dann bin ich glücklich. Dann kriegen wir es hin auf 100%, das ist mega nice. Alter, das sieht schon krass aus, ne? Boah. Auch schon dieser Soundtrack, Alter, das ist... Alter Schwede, Ubisoft präsentiert. Alter, wie krass. Assassin's Creed 3. Ja, Freunde, und damit nochmal ein herzliches Willkommen zu Assassin's Creed 3. Reise in die neue Welt, Sequenz 1.
Mission beendet. 100% abgeschlossen, das ist perfekt. Alter, das ist krank. Sequenz 2, Boston, 1754. Master Kenway! Master Kenway! Ja, kann ich euch helfen? Charles Lee, Sir. Schön, euch kennenzulernen. Man bat mich, euch die Stadt zu zeigen, dass ihr euch einlädt. Oh, schon gut. Ich habe veranlasst, dass man euer Gepäck zum Gasthaus bringt. Seid ihr zufällig der Sohn von John und Isabella? Kommen in Boston. Genau der bin ich. Ihr kommt im Auftrag von Edward Braddock, oder nicht? Ah, aber er ist noch nicht in Amerika und ich dachte, ich... Nun, so lange bis er kommt, ich dachte... Ja, heraus damit. Vergib mir, Sir, ich hatte gehofft, dass ihr mich unterrichtet. Wenn ich dem Orden dienen soll, kann ich mir wirklich keinen besseren Mentor vorstellen. Das ist sehr nett von euch, aber ich glaube, ihr überschätzt mich. Unmöglich, Sir. Hier entlang. Hey! Oh Mann! Boston ist eine lebhafte Stadt. Ich wollte da jetzt. Es gibt alles Mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingewöhnt seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen ab. Wer weiß, welche Möglichkeiten ihr habt. Einen Moment, ich muss etwas besorgen, bevor es an die Arbeit geht. Ich besorge Pferde, während ihr das tut. Gut. Sonst haben die Weltkarte zu öffnen. Ah, okay. Ja, da werden wir in Boston Gemischwarenladen finden. Verdammte Schnösel, diese Stadt wird noch mal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich es bin. Sehr, um genau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt, Gebinde und Ordner und... Obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Ihr meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach. Der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin, ist mir eine Ehre. Hatham Kenway. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut. Falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Nun, das war interessant. Seite einmal. Vier Seiten. Ah, hier in Boston. Ah, wird mir noch nichts angezeigt, ne? Gut. Dann gehen wir gut noch vier Seiten los. Ja, schauen wir mal, ob wir die finden. Ah, hallo. Willkommen. Ja, moin. Da ist... Gut, haben wir beides. Hat eins mal voran. Ah, okay. Da kann ich den zuweisen. Ah, okay, das ist nice.
benutzt, um ein Schwert. Perfekt. Wir reiten zur Green Dragon Tavern. Die Besitzer sind exzentrisch. Doch die Zimmer sind geräumig und man stellt dort keine Fragen. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein. Master Birch sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ah, William Johnson erwartet uns schon im Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut, aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Nichts wäre mir lieber, Sir. Perfekt. Alter, lauf doch. Ah, hier. Kommen in Boston. So beendet, ja, nice. Jetzt mal kurz auf die Karte. Kuriermission. Nein. Okay, dann sieht man noch gar nicht diese Karten für Benjamin Franklin. Ja gut. Eine von vier. Ja, moin. Ja, okay, das ist geil. Die erste haben wir schon. Das war jetzt so Zufall. Ja, wir schauen uns mal ein bisschen um. Ne? Den legen wir uns jetzt nicht an. Okay, das war jetzt nice, ne? Hier wird mir vom Dach aus noch eine. Hey geil, der erste Seite hat mir von vier. Okay, ich glaube, das kriegen wir zustande. Hoffe ich mal. Jo. Ich wollte nicht hier rein. Kumpel. Hallo. La 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 la. Wow, okay. Kommen wir das nächste. Oh, scheiße, jetzt habe ich nicht geschaut. Nice.
Ja, okay, ich könnte es noch, ne? Geil. Alter. Oh, geil, die Schütze am Dach juckt es einfach nicht, ne? Geil. Da. Moin. Okay, das wird nice. So, Freunde. Dann, ich glaube, dann sagen wir es für diese Folge von Assassin's Creed 3. Ja, komm. Ja, Freunde, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.